Ich begrüße alle die, die mit mir einen Blick in die Zukunft werfen möchten. Es geht darum, den Glauben durch Wissen zu ersetzen. Konkret, ich möchte den Beweis für die Unsterblichkeit der menschlichen Seele präsentieren. Selbstverständlich hat die Wissenschaft da ganz andere Vorstellungen. Aber ich bitte Sie, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Die Vorführung des Beweises soll in einem Dialog stattfinden. Dafür habe ich Asli, eine junge Studentin, erreichen können, die mit mir diesen Beweis durchspielt. Falls der Beweis für Sie akzeptabel ist, würde ich mich freuen, wenn Sie eine kleine Mundpropaganda in Bewegung setzen würden. Hallo Asli, du möchtest den wichtigsten Beweis meiner Philosophie kennenlernen, also bitte, ich bin bereit. Ja, hallo Adolf, ich bin gespannt, natürlich auch ein bisschen skeptisch. Hoffentlich ist es keine Luftblasen, die du produzierst. Was soll's, leg einfach mal los. Also dann. Ich denke mir zwei eineiige Zwillinge. Dabei sollen die Gehirne der beiden Zwillinge vollständig übereinstimmen. Halt, stopp, ich glaube, das geht nicht. Solche Zwillinge wird es nie geben. Ihr Beweis fällt schon in sich zusammen. Wahrscheinlich wird es niemals solche identischen Menschen geben. Es gibt aber keinen Grund, diese Vorstellung von vornherein abzulehnen. Ich spreche davon, dass es solche Zwillinge geben könnte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist zwar denkbar gering, eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit ist jedoch noch keine Unmöglichkeit. Es kann sogar die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass solche Zwillinge mal irgendwann im Laufe von Trillionen Jahren zustande kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist niedrig, aber nicht null. Okay, nehmen wir mal an, dass es so ein Zwillingspaar gibt. Die Zwillinge sind also exakt gleich. Was passiert dann? Sie tauschen zunächst nur die Plätze. Dabei wandert natürlich das Bewusstsein mit den einzelnen Zwillingen mit. Das ist klar. Wenn ich von einer Stelle zur anderen gehe, dann wandert mein Bewusstsein mit. Dazu brauche ich keinen Zwilling an meiner Seite. Doch jetzt mache ich etwas anderes. Ich tausche die Hirnzellen der Zwillinge Stück für Stück aus. Immer eine nach der anderen. Wie meinst du das? Werden die Zwillinge tief gefroren und dann in den Würfel geschnitten? Und dann werden die tief gefrorenen Würfel gegen die Würfel des anderen ausgetauscht? So natürlich nicht. Das Ganze geht in Mikrooperationen vor sich. Getauscht werden Atome, bestenfalls Moleküle. Wie soll das gehen? Atome sind doch zu klein, dass man sie anfassen und austauschen könnte. Der Tausch geschieht nur scheinbar. Ich kann jeder Gehirnzelle des einen die entsprechende Gehirnzelle des anderen zuordnen. Jedem Atom des einen das entsprechende Atom des anderen. Ich tausche nun rein gedanklich alle einander zugeordneten Atome des einen Zwillings sukzessive gegen die entsprechenden Atome des anderen aus. Dann habe ich am Schluss die Gehirne vollständig ausgetauscht. Im Gedankenexperiment kann das ja funktionieren, doch meiner Meinung nach sieht es in der Realität schwer aus. Oh doch, es geht. Die Physik liefert die Begründung. Sie sagt, identische Teilchen, also gleiche Elementarteilchen beispielsweise, können einfach die Plätze tauschen. Man nennt das den Tunneleffekt. Das ist ein Gesetz der Quantenphysik, weil die Teilchen, die getauscht werden, identisch sind. Man kann den Tunneleffekt experimentell allerdings nicht widerlegen. Mit Hilfe des Tunneleffekts werden also die Teilchen im Gehirn des einen Zwillings mit die des anderen Zwillings getauscht.
So ist es. Woher weiß ich denn, dass die Identität der Zwillinge nicht mitgewandert ist? Denn sie selbst können darüber keine Auskunft geben. Und von außen her ist die Identität der Zwillinge nicht festzustellen. Puh, man muss den Tunneleffekt genauer betrachten. Es ist nur ein scheinbarer Austausch von Teilchen. Real findet auch in der Physik kein Austausch statt. Sonst müssten ja dauernd alle Protonen, Neutronen und so weiter die Plätze tauschen. Man darf nur so tun, als würden die Protonen die Plätze tauschen, und tatsächlich besteht kein Unterschied, ob die Teilchen eines Gehirns an Ort und Stelle bleiben oder gegen andere gleiche ausgetauscht werden. Dann bleibt also das bisherige Bewusstsein in den Zwillingen erhalten. So ist es. Es bleibt in den Zwillingen erhalten, obwohl man so tun darf, als ob die Teilchen des Gehirns des einen gegen die des anderen Zwillings getauscht werden. Vielleicht ist das ja auch nur so, weil identische Zwillinge nur ein einziges Bewusstsein haben. Nein, nein. Auch identische Zwillinge besitzen ein unterschiedliches Bewusstsein. Das ist nur eine Vermutung. Tatsächlich untersuchen kann man das nicht. Wegen der geringen Wahrscheinlichkeit ist das Eintreten einer solchen Situation praktisch gleich null. Abwarten. Nehmen wir an, es gäbe ein solch identisches Zwillingspaar. Dann wird das sonst individuelle Bewusstsein der beiden Zwillinge zu einem einzigen. Das bedeutet, dass alle Empfindungen des einen auch zu Empfindungen des anderen gehören. Ich denke, ich kann mir das vorstellen. Nun siedle ich den einen Zwilling auf der Erde, den anderen auf einem Planeten in irgendeiner fernen Galaxie an. Füge ich dem Zwilling bei hier auf der Erde einen Schmerz zu, muss auch der Zwilling auf der Galaxie den Schmerz verspüren, denn er hat das gleiche Bewusstsein wie sein Partner auf der Erde. Das ist klar. Haben zwei Körper nur ein Bewusstsein, muss jeder Schmerz des einen Körpers auch zum Schmerz des anderen Körpers werden. Ja, das bedeutet, dass die Information des Schmerzes die Distanz zwischen der Erde und dem fernen Gestirn praktisch zeitlos überwindet. Das aber ist wegen der Endlichkeit der Signalgeschwindigkeit, die nicht größer als Lichtgeschwindigkeit sein darf, gemäß Einstein, unmöglich. Wir haben also zwei Tauschmethoden, bei denen die Teilchen des Gehirns sich austauschen. Ja. Bei einem Mal als Ganzes und beim anderen Mal hintereinander. So ist das. Das eine Mal wandert das Bewusstsein mit, das andere Mal bleibt es da, wo es ist, erhalten. Das sieht aus, als wenn das Bewusstsein wie eine Art Rucksack am Körper hängt. Nicht so ganz, aber das ist ein recht gutes Beispiel. Dann müsste das Bewusstsein in einem Seelenbereich außerhalb des Körpers doch fest an das Gehirn gekoppelt seinen Ursprung haben. Vielleicht ist der Bereich auch nur ein unverwechselbares Einzelteilchen. Das kann nicht sein. Bevor dieses Teilchen an einen Körper angekoppelt werden kann, wird es frei im Raum herumirren. Wie soll es da geortet werden, um an den werdenden Embryo angekoppelt zu werden? Da man ein solches Teilchen als Elementarteilchen annehmen muss, hätte es nur ein Millionstel der Ausdehnung einer Stammzelle, wäre also für das Embryo unauffindbar. Vielleicht ist es ein Bereich mit vielen Teilchen, in denen als zentrale Empfindungseinheit ein unverwechselbares Einzelteilchen eingebettet ist. Genau das ist der Fall. Doch kann dieser Bereich unmöglich Teil der Materie sein, der normalen Materie, die uns und das umgebende Universum bilden. Es muss ein Extrabereich sein, der absolut gegen jede Art Auflösung geschützt ist.
Wenn Bewusstsein im Empfindungsteilchen entsteht, wozu braucht es dann noch einen abgeschlossenen Empfindungsbereich? Haben die Teilchen dort eine bestimmte Aufgabe, Funktion oder schwirren sie dort nur so herum? Im Gegenteil. Die sind für das Empfindungsteilchen gewissermaßen die Brücke zur äußeren Welt. Sie kontaktieren die sensitiven Punkte auf dem Empfindungsteilchen und lösen damit in ihm Empfindungen aus. Damit das richtig funktioniert, muss der Seelenbereich eine große Zahl von Teilchen enthalten, die untereinander voll verschieblich sind. Führt diese Verschieblichkeit nicht irgendwann dazu, dass sich die Teilchen aus dem Seelenbereich irgendwann lösen und sogar verschwinden? Das ist die wichtigste Eigenschaft des Bereichs. Wenn sich Teilchen aus dem Seelenbereich lösen könnten, dann auch das Empfindungsteilchen. Das würde bedeuten, dass dieses Teilchen unauffindbar im Meer der übrigen Materieteilchen verschwinden würde. Aber das darf nicht sein. Das kann nur dadurch verhindert werden, dass der Seelenbereich praktisch permanent materiell abgeschlossen ist. Er wird zum Universum. Das bedeutet, dass der Seelenbereich keine Verbindungen zu der übrigen Materie besitzt. Das kann doch nicht sein. Der Seelenbereich ist nur teilweise von der Restmaterie getrennt. Zwar wird der Teilchenaustausch zwischen dem Empfindungsbereich und der übrigen Materie verhindert, nicht aber der Austausch von Informationen. Informationen gehen sehr wohl über die Kopplungsteilchen zwischen den Bereichen hin und zurück. Damit erhält der Seelenbereich die Informationen, die für die Erzeugung von Empfindung und die Reaktionen darauf notwendig sind. Wie muss ich mir jetzt den Seelenbereich und seine Einfügung in die übrige Materie denn vorstellen? Den Seelenbereich muss man sich wie eine Kugel vorstellen, in deren Mitte das Empfindungsteilchen sitzt. Die übrigen nicht empfindenden Teilchen füllen den Rest der Kugel aus. Sie kontaktieren die Sensorstellen des Empfindungsteilchens und lösen damit Empfindungen in ihm aus. Auf der Oberfläche der Kugel sitzen die Kopplungsteilchen. Diese haben Kontakt sowohl zu den Teilchen im Seelenbereich als auch zum Bereich der sonstigen Materie. Diese Kopplungsteilchen lassen Informationen, doch keine Teilchen zwischen den Bereichen hindurch. Statt Seelenbereich kann man doch einfach Seele sagen, oder? So ist es. Und es gilt, da die Seele dauerhaft von der übrigen Materie getrennt ist, weder geschaffen noch zerstört werden kann, existiert sie von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Seele besitzt Unsterblichkeit.